Okay, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Ich habe gemerkt, dass ich im letzten Part einfach mal zu schnell aufgehört habe aufzunehmen. Deshalb werde ich noch mal einmal ganz kurz neu laden, damit wir das lesen können, was Mumbo uns gesagt hat. Oh, Moment, jetzt ging's zu schnell. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay, Banjo viele Schädel haben. Stellen auf Totenschädel und dann B drücken. Mumbo machen Zauber wie Copperfield. Na, geil. Okay, wir drücken B. Und er verzaubert uns. Und zwar in eine Ameise. Mumbo machen kostenlose Rückverwandlungen. Kommen wieder, wenn fertig. Ah, guter Zauber für erstes Mal. Oder gut Zauber. Mumbo braucht noch etwas Übung. Sache so lustig. Mumbo ist echt cool drauf. Okay, jetzt gehen wir in den Ameisenhügel rein. Denn jetzt sind wir ja selber eine Ameise und können jetzt wirklich die steilsten Klippen überhaupt hochlaufen. Dafür können wir nicht angreifen, sondern wirklich nur springen. Aber das ist egal. Wir können das Puzzleteil ja auch so einsammeln. Leider werden wir dann die Animation nicht sehen, die Banjo macht, wenn er alle 10 Puzzleteile in einer Welt eingesammelt hat. Aber das sehen wir dann ja in der zweiten Welt. Hi, wo hast du die coolen Shorts her? Die muss ich haben. Ja, das ist ja cool. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Oh, cool. Das war ja auch wirklich so schwer, ne? Die Eier will ich erst gar nicht. Gibst du mir deinen coolen Rucksack? Hättest du wohl so gern. Kazooie gehört immer noch uns. Okay, da sind wir jetzt ganz oben auf dem Ameisenhügel. Haben ein weiteres Leben bekommen. Und das ist das letzte Puzzleteil. Und zack. Ja, und dazu macht dann halt Banjo normalerweise eine Animation, die wir dieses Mal aber nicht sehen können, weil wir halt eine mickrige Ameise sind. Gut, jetzt gehen wir uns erstmal einmal kurz zurück verwandeln, denn ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Aber nur einen klitzekleinen. So, einmal zurück verwandeln bitte, Mumbo. Vielleicht aus dem Schlaf gerissen oder soll er uns einmal kurz zurück verwandeln und dann mal gerne weiter pennen. So, tschüss. Okay. Auf Kazooies Rücken sind wir natürlich schneller unterwegs und kommen dann erstmal. Jetzt müssen wir erstmal zu Konga zurück. Denn dort gab es ja einen Hexenschalter. Den konnten wir vorher nicht betätigen, da wir noch keine Stampfattacke konnten. Oder diesen Granatensprung, wie ihn auch Bottles nennt. Und den können wir jetzt. Das bedeutet, wir können den Schalter betätigen. Und dann erscheint nämlich ein weiteres geheimes Puzzleteil, nenne ich es mal. Das kann man nämlich nur in Grunthildas Höhle, also außerhalb der Welten, einsammeln. Das sehen wir jetzt auch gleich. Und zwar da oben, über der Welt Mumbo's Mountain. Und wie ihr seht, ist das da oben ganz schön glitschig. Da kommen wir normal nämlich auch gar nicht rauf, sondern nur als Ameise. Und das Lustige, finde ich, ist, dass man, wenn man jetzt verwandelt ist, auch aus den Welten wieder rausgehen kann mit der Verwandlung. Aber nur bis zum begrenzten Punkt, weil ab da wird man dann wieder zurückverwandelt, weil die Magie dann irgendwie nicht mehr hält, sagt er. Aber mit Cheats kann man das zum Beispiel auch umgehen, aber wir wollen das Spiel natürlich ohne Cheats durchspielen. Das wäre natürlich auch langweilig. So, Mumbo. Einmal bitte verwandeln. So, wir sind wieder die mickrige Ameise und verpieseln uns hier und können jetzt diese Welt verlassen, da wir erstens alle 3 Moves gelernt haben, zweitens alle 100 Noten eingesammelt haben, ich wollte schon Münzen sagen, und drittens, wir haben alle Puzzleteile und die Momo-Schädel natürlich, nicht, um die nicht zu vergessen, weil die werden später nämlich auch wirklich sehr wichtig, weil wenn man da einen vergisst, dann ist scheiße, weil dann kriegt man ganz am Ende keine Verwandlung mehr hin.
und dann kriegt man das letzte Puzzleteil nicht. Grundhilda hat euch daran gehindert, alle Noten zu sammeln, aber die 100 gesammelten Noten werden als Bestleistung gespeichert. Versucht alle 100 Noten in jeder Welt zu sammeln, ihr braucht die Noten, um weitere Türen zu öffnen. Der hat nicht so wirklich Sinn ergeben, was er da gerade gesagt hat, weil wir haben die Noten ja eingesammelt. Okay, wir haben das zweite Puzzleteil hier außerhalb der Welten eingesammelt. Und jetzt kommt Momo an. Momo, geh gleich am Ende. Bär drehen um und Zauber kaputt. Zauber alle Benji. Benji wird wieder Bär. Oh, das ist ja scheiße. Ich wollte Ameise bleiben. Und dann in die Welten gehen. In die nächsten Welten und mich dann kaputt machen lassen. Aber egal. Wir können jetzt hier hoch. Das geht nur wieder mit diesem auf Kazooie reiten. Und da gibt es eine Noten. Tür. Erklärt uns jetzt auch Bottles, glaube ich. Diese Tür hat Grundhilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mache sie auf, Opa. Sei nicht so frech. Um die Tür zu öffnen, müsstet ihr in die Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Geöffnet ist die Tür zur Welt. Habt ihr Angst und Hass? Bestellt. Okay, wir haben ja 100, das reicht locker. Diese Animation macht er, wenn er auch alle 10 Puzzleteile in der Welt sammelt. Willkommen im Yammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Und da ist... Wie heißt sie? Das ist auf jeden Fall die Schwester von Grundhilda. Hallo, meine Helden. Ich bin Brenthilda, Grundhildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grundhilda und werde euch bei jedem Treffen 3 ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drückt B, wenn ihr etwas über Grundhilda hören wollt. Wollen wir das wirklich machen? Das brauchen wir nämlich für das Ende des Spiels. Das hört sich aber wirklich keiner an, aber ich schätze mal, wir machen das mal. Um Puzzleteile wieder herauszunehmen, drücke den unten C-Knopf und wenn das Bild vollständig ist, lassen sich keine Puzzleteile mehr rauchen. Ah ja, genau, so geht das. Haben wir etwas Neues dazugelernt. Und die nächste Welt hat sich geöffnet. Und zwar Treasure Trove Cove. Tja, da ist auch immer so ein schöner kleiner Ausschnitt der Welt. Sieht, ist eigentlich eine ganz coole Welt. So, jetzt sprechen wir erstmal mit, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Grundhilda putzt ihre Zähne mit Fledermaushaut. Okay. Ihr Haar wäscht sie mit Motoröl. Ihre Kleidung holt sie sich aus dem Hexendiscounter. Okay. Merken wir uns. Und wenn wir es uns nicht merken können, auch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, wenn man mal irgendwann das nicht weiß. Ich möchte ja natürlich jetzt nicht spoilern für die Leute, die das Spiel nicht kennen sollten, die sich das hier angucken. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde 2 gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Sprech noch langsamer, bitte. Ja, wie gesagt, wir dürfen das nicht vergessen, weil das später halt wichtig wird. Aber wenn man mal eins vergessen sollte, nicht schlimm. Man kann natürlich auch dann das später umgehen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht spoilern und ja. Wir hören uns dann einfach die Sprüche an, nur um überhaupt mal Bescheid zu wissen, was da Grundhilda überhaupt alles macht. Weil das ist ja schon ein bisschen eklig, was sie da abzieht. Also Zähne putzen mit Fledermaushaut. Okay. Jetzt gehen wir hier erstmal rein. Und hier gibt es auch nochmal einen Kessel. Der magische Kessel ist aktiviert. Naja, das haben wir schon. So, hier haben wir einen Mumbo-Schädel. Die gibt es anscheinend auch außerhalb der Welten. Fettige Haare stören mich nicht. Warzen schmücken mein Gesicht wahrscheinlich. Wenn man rein kann, dann sollte das eigentlich Sinn ergeben. Okay, hier unten ist auch schon die nächste Welt. Da unten geht es zu einem weiteren Puzzlebild, wo wir dann die nächste Welt öffnen können, aber da wollen wir noch gar nicht hin. Was ich auch cool finde, ist, wenn man in der Nähe von anderen Welten ist, dann ändert sich diese Grundhilda-Musik ein bisschen, nenne ich sie mal.
Okay, wir gehen in die nächste Welt. Ja, die Musik in diesem Spiel ist auch natürlich wieder cool wie bei Mario. Ahoi, willkommen an der Treasure Trove Cove. Zwei neue Moves sind hier zu finden. Okay. Gut, ich würde sagen, in diesem Part können wir nochmal ein bisschen was schaffen. Aber nur ein bisschen. Und im nächsten Part schauen wir mal, ob wir dann schon die nächste Welt schaffen. Wie wir sehen, hier können wir Federn einsammeln. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazumi das Fliegen gelernt hat, werde ich ihr dabei behilflich sein. Jo. Wie sie schon gesagt hat, wir können bald fliegen. Hier müssen wir jetzt schnell sein. Hier kommt nicht dieser Behinderte ein. Da schwimmt mein Leibgericht. Bitte im Wasser bleiben, glaube ich. So schnell kann ich manchmal nicht lesen, weil ich mich auch auf das Spielen konzentrieren muss. Und der schwimmt mir jetzt ein bisschen blöd hinterher. Ah! Lecker. Deine Mama ist lecker doch. Honigware? Okay. Hier sind Plattformen. Das lernen wir noch. Diese Sprungplatte dient Kazuis Supersprung. Findet mich und ich verrate euch, wie es funktioniert. Genau. Und hier ist eine leere Honigwabe. Da. Heidewitzka! Es gab da auch noch einen Nachtisch. Haha, wie geil. Das haben sie echt geil gemacht. Lecker. Wie gesagt, deine Mama ist lecker. Ich bin nicht lecker. So ganz gruselige Musik. Okay, wir nehmen noch eine Honigwabe mit. Ah, komm. Besiegen wir die Riesenkrabbe, oder? Die hat's jetzt verdient. Ih, mit den Glubschaugen da. Das ist Nipperstrand. An mir kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir sehen, Krusten. Diesem frechen Vogel sollte man die Flügel stutzen. Oder stutzen. Ach ja, versuch es, wenn du dich traust. Stützen, ist klar. Okay, er schnappt irgendwie viermal zu. Nimm das, du rotzfreches Schnabeltier. Okay, jetzt habe ich ein wenig gefällt. Aber wie man sieht, jetzt bleibt. Hey, schnapp endlich mal weiter, genau. So, und jetzt müssen wir ihn pieken, und zwar in die Augen. Alt, das hat wehgetan. Jetzt bin ich aber echt sauer. Aha, merkt man. Und zack. Da ist er besiegt. Und zurück geht er in seine Muschel. Ja, Krabbel in der Muschel auch sehr schön gemacht. Aber auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Aber naja, jetzt können wir hier rein. Und da erwartet uns natürlich was. Nämlich ein Geschenk dafür, dass wir diese Krabbe besiegt haben. Ah komm, erstmal schon auf Kazooie gehen, damit es ein bisschen schneller geht. Okay. Da sind zwei Krabben und ein Puzzleteil. Oh scheiße. Oh scheiße. Und zack. Oh, wir sind fast tot, Mann. Wir sind fast tot, wir sind fast tot. Gib mir doch das. Ah, oh, danke. Alter, das geht's doch nicht. So, wieder volles Leben. Oder fast volles Leben. Nehmen wir das Puzzleteil mit. Unser erstes Puzzleteil erst. Ihr seht, es dauert schon um einiges länger, hier ein paar Puzzleteile einzusammeln. Also das Let's Play wird schon um einiges noch dauern. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, und hier machen wir erstmal einen kleinen Schnitt und dann geht es gleich weiter. Ciao.